Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen Ferrari F12 TRS, soll vielleicht für Testarossa stehen, Rollstar hier euch vorstellen. Ja, ich habe den jetzt gesehen im Internet. Ja, und habe gedacht, ich muss da ein Video machen, weil jeder neureiche Bauer sollte doch hier in seiner Garage hier einen Ferrari haben. Also, was kostet das gute Stück? 4.200.000 Euro und 214.200 Euro. Euro Leasing. 220 km/h soll das gute Stück hier schnell sein. Ich finde, sieht ja auch jetzt schon mal hier hammermäßig natürlich aus. Ist hier von Sheriff Robert oder wie der heißt hier. Ja, also und ja, wir haben hier auch wieder hier das Kennzeichen hier Rumänien oder hier Washington DC. Das sind immer bei seine Mods bei seiner Fahrzeuge hier das so zu sehen. Ja, wir haben hier Farbwahl genauso wie wir sehen. Also hier schickes Rot. Zum Beispiel haben wir mehrere Farben hier zur Auswahl hier. Wer es mag, natürlich auch Standardfarben. Aber ich denke mal, ja, wir nehmen ein schickes Rot natürlich. Muss erstmal das finden, was mir zusagt. Nein, ist noch nichts dabei. Vielleicht hier oben. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Wo hat denn das? Ah ja, hier. Das gefällt mir, das Rot. Sehr schön. Ja, 220 km/h soll das schnell sein. 60 Liter Tank nur. Und wir haben hier eine Leistung von 741 Pferdestärken. Und das entsprechen hier 500. 45 kW. Wir haben hier jetzt hier den 3,9 Liter V8 Windturbo und dann können wir hier das gleiche hier nochmal getuned nehmen. Dann haben wir immer noch genau das gleiche hier da stehen. Ja, und mehr ändert sich jetzt hier auch nichts, außer hier natürlich der Preis und hier ja Unterhalt am Tag noch 35 Euro. Ja, ich denke mal, wir kaufen den einfach mal so und lass uns überraschen, was uns hier natürlich alles erwartet. So, jetzt haben wir hier das gute Stück schon mal da stehen. Steigen mal ein. Gehen mal in die Innensicht mal rein. Schauen wir mal hier. Nein, wir haben hier keine besonderen Funktionen, wie wir sehen. Ja, wir sind hier Spiegel hier vorhanden mit Funktion. Es wirkt hier auch hier innen drin alles hier schon mal sehr edel. Wir starten mal das gute Stück und bin mal gespannt, was hier noch vielleicht noch animiert ist. Also, die Nadel blendet erst ein, wenn man Motor starten. Ja, ist auch hier animiert. Lenkrad hier, ja. Pedale leider nicht. Ja, wir fahren einfach hier mit dem guten Stück schon mal hier auf unsere Bühne und schauen es unten an. Wir haben hier unsere Quietschehupe. Und ja, fahren unsere Bühne mal rauf. Ich finde jedenfalls, ist das eine hammermäßige Flunder. Ja. Also, unten drunter, wie wir sehen, ja, alles hier aerodynamisch gehalten. Leider hier keine Achsen so verbaut. Wir können hinten her sogar durchschauen, hier, wie wir uns schwer können können. So, das ist halt also nur so her gehandhabt. Ja. Und ich finde, sieht schon echt heiß aus, das Modell. Schauen wir mal hier. Beleuchtet ist es schon mal. Kontrolllampen hier, leider hier nicht, noch nicht mal Wandblinkanlage hier funktioniert. Und hier natürlich die Lichter her auch nicht. Außer das normale Licht hier. So. Wir fahren jetzt mal zurück, gehen hier an die Außensicht ran. Da sind wir jetzt mit hier. Rückfahrlicht funktioniert schon mal. 35 km/h macht er. Bremslicht hier geht auch. Wir gehen natürlich jetzt hier in unsere Nachtschicht rein. Ja, und schauen uns natürlich das Ganze jetzt im Dunkeln an. Einmal das normale Licht geschalten. Also sieht hammermäßig aus. So. Linker, wie wir sehen, hier vorne. Einzelne hier LEDs hinten her. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Spiegel leider keine Blinker verbaut. Jetzt hier das zweite Mal F, dritte Mal F. So. Vorne hier das jetzt mit Numbit 6 geschalten. Jetzt haben wir hier unser Tagfahrlicht.
wenn ich jetzt die Fernlicht gebe, dann geht hinten die Bremslichter an. Ist halt ein bisschen anders angelegt, aber ist nicht schlimm, würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir mal die Innenseite rein, dann sehen wir jetzt, wie es hier ausschaut im Dunkeln. Wir haben hier schon mal ganz gut, also ja, Ausleuchtung. Das ist schon mal sehr gut, wenn man als Bauer hier nachts hier schnell mal raus möchte und die Felder kontrollieren möchte, wenn man einen asphaltierten Feldweg hat. So, wir gehen jetzt mal zurück und machen eine kleine Probefahrt. So. Ui. Tja. 340 km/h sitzen wir dann da schnell, wenn es zulässt. Uah, der Zaun hat mich gehalten. Maschendrahtzaun an der Hecke. So, wir fahren jetzt mal hier, mal schauen. Wow, also er geht wirklich sehr ab hier. Ja, wir haben jetzt schon mal hier 180 drauf. Wir müssen mal schauen, dass man hier, ja. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber ihr schaut ja sicherlich. Ah, Fußgänger, überfahren. Ah. Tja. Ja, es ist schon mal sehr interessant, das Ganze. Wir stellen jetzt einfach mal hier mal so absteigen, mal aus und schauen uns hier die Kiste natürlich rundherum an. Ja, ich finde so her von der Machart ist er sehr schick gemacht. Sehr edel. Ja, wie wir oben sehen, hier Carbon-Design, hier unten Carbon-Design, Seiten die Luftentlässe, hier vorne Carbon. Also ich finde schon mal sehr, sehr edel das ganz gute Stück. Lochbremsscheiben, alles hippie fein. Muss man dazu auch noch sagen, hinten hier auch sehr schick gemacht das Ganze hier. Und auch Carbon. Also ich finde jedenfalls, ist es ein schöner Mod. Muss man dazu auch noch sagen. Und ja, vorne her sieht man rein hier zum Aggregat. Das also, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so ist oder nicht. Man müsste es dann nur googeln, ob wirklich bei diesem Modell der Motor vorne ist. Normal hat doch Ferrari den ja hinten eingebaut. Aber wie es bei denen ist, keine Ahnung, ob der vorne ist. Ja, wir schauen uns jetzt natürlich hier die Lok an. Und wie wir sehen, hier die Lok hier ist fehlerfrei. Ich habe nur diesen typischen Infocode, den HTTP drin. Ja, mehr gibt es hier nur das nicht zu sagen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Mod. Wenn euch natürlich das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, würde ich mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz. Ciao, ciao.